Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tekken an diesem schönen Ostersonntag. So, das letzte Mal haben wir unseren schönen kleinen Messiplicator gebaut. Und er hatte sogar schon 1%. Das finde ich richtig geil. So, okay. Ich schau gerade, wieso brennt das nicht weiter, aber das gibt hier direkt dann die Energie weiter. So, es ist Ostern und heute am laufenden Tage irgendwann wird dann noch das Osterevent vom MMORPG rauskommen. Denke ich, sollte es sein, ja, wenn ich es nicht verkacken sollte, in Teamspeak richtig aufzunehmen, so wie es das letzte Mal und das vorletzte Mal und das die ganzen Mal davor war. Aber ich hoffe, dass ich es diesmal richtig hinkriege. Wenn ihr das Video seht, ist es noch nicht mal stattgefunden. Also, es findet um 15 Uhr statt. Ich denke mal, dass es so eine Stunde bis 2 geht. Also, so um 18 Uhr. 18 bis 19 Uhr wird das dann hochgeladen, ungefähr. Jo. So. Na dann, würde ich mal sagen, geht's los. Ich hätte ja gern, also, wie viel Diamanten haben wir denn? Wir haben noch 2 Stück. Haben wir noch Obsidian? Das wäre nämlich optimal. Nein, haben wir natürlich nicht. Dann gehen wir kurz mal in die Mine, denn ich hätte gern einen Enchantment Table. Wisst ihr? Weil das wäre jetzt schon was Praktisches. Da unten müsste ja Wassereimer haben wir auch dabei. Gehen wir mal zum Dingsy. Ja, muss rüber. Ja, okay. Wenn wir ganz runter gehen und ein bisschen geradeaus, dann haben wir direkt eine Obsidianquelle. Wir brauchen 4 Obsidian. 4 Stück. So, okay. So, dann geht's nach unten. Down. Bam. So, wenn wir die Decke 1 höher setzen würden, würden wir ziemlich viel Zeit sparen beim Runterlaufen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. So, dann baue ich hier das ab. Schneller. Bitte. Brauchen 4 Stück. So. So. Also Obsidian sollte das hier, was wir hier haben, theoretisch reichen für die nächsten 10.100 Jahre. Und zu unserem Quarry würde ich sagen, dass wir den genau unter unserem Haus aufbauen, dass wir da direkt dann auch einen Keller haben. Ja, klar. Natürlich bist du jetzt Lava. So. Na. You and me are wunderbar. So, und wieder nach hoch. Oh, mein Auge tut voll weh. So, heute. Ich hoffe ja, dass es schönes Wetter ist, weil ich produziere das vor. Wir haben jetzt gerade Freitagabend, 20 nach 10. Vorhin noch Skyblock aufgenommen, dann nochmal eine Folge Dexter geguckt. Ja. Ich hoffe, dass heute schönes Wetter ist. Dass ihr schön Ostern feiern könnt mit der Familie. Schön im Garten spielen und Ostereier und alles suchen könnt. Jo. Einen schönen Kaffee mit der Familie trinken. Einen schönen Kuchen essen. Ich mag Kuchen. So, haben wir ein Leder? Ich hoffe, wir haben ein Leder. Natürlich haben wir kein Leder. Aber Bambus haben wir. Bambus, wir haben 4 Bambus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz auf Erkundungstour, meine Freunde. Zuerst gehen wir mal erstmal eine Runde pennen. Los, schlaf dich hin, leg dich schlafen. So, ich sehe gerade, mein Mate ist leer. Finde ich nicht gut. So, ja, das war das, okay. Ich muss gerade überlegen, wie ich in das Menü reinkomme. So.
machen wir jetzt Kuhviecher. Ja, Kuhviecher meine ich. Da ist ein Kuhviech. Danke sehr. Suchen wir. Könnten ja. Moment, wie viele haben wir hier? Ich würde dir sagen. Okay. Hallo, alles klar? Wir holen gerade mal noch ein bisschen mehr Dingens. Wie heißt es? Buchstabzeug hier. Zuckerrohr. Ich würde sagen, wir bauen uns in dieser Folge eine Farm. Ja, das wäre echt eine ziemlich gute Idee, muss ich jetzt gerade mal sagen. Gucken wir, wo wir uns das oben hinbauen können. Wo da Platz ist, ob wir die unterirdisch machen oder wer weiß wohin. So, bisschen meine Jump-and-Run-Künste raushängen lassen. Schön hier den Berg hoch jumpen und runnen. So. Was los mit dir, Berge? Was los mit dir? Ah, so, also da haben wir die Baumform. Ich will gerade mal die Ameisen nicht ab. Wir haben ja eigentlich überhaupt keine geeignete Stelle für eine Farm zu bauen. Vielleicht schon hier rumgehen. Dann hier hin. Kommt hier theoretisch, würde ich sagen, oder? Wie sieht sie hier aus? Hier wäre doch eigentlich eine ziemlich gut geeignete Stelle. Jo, wieso nicht? Entledigen wir uns mal den Bäumen hier. So, machen wir den da auf jeden Fall mal weg. Und da. Ganz viel Zeug. Tokyo Fist like this, ey. So, danke sehr. So, dann machen wir hier diese Fläche, würde ich sagen, entleeren wir dann mal und bauen hier unsere Farm hin. Da unten ist eine Kuh. Wow, leck. Da ist eine Kuh. So. Ja, zum Glück geht das ja schnell hier mit dem Bäume-Dezimierung. Das haben wir ja schnell. Also Platz machen ist gar kein Problem. Ordentlich Holz, was wir dann da haben. Auf jeden Fall alles einsammeln, die ganzen Seeslinge. Ganze Seeslinge. Ich mach grad hier was in der Fritteuse, ich riech's ganz genau. Ich riech sowas. Ich hab eine Nase wie ein Orang-Utan. So. Nö. So. Alter, wie viel Holz, ey. Was gibt's denn? Junge, was ist da los mit dir? Da ist auch noch auf jeden Fall die Äpfel einsammeln. Ich mag Äpfel. Da ist auch noch Holz. So. Diese Flächen müssen wir terraformen, ist ja logisch. Dass wir da dann das bisschen klatschen, ja. Bisschen flach klatschen. So, wie viel haben wir denn? Oh mein Gott, ist ja einiges. Ja, da gehen wir leider mal hoch, ne? Den Apfel hole ich jetzt mal mit. Jo, also das können wir schon gut nutzen als Farmfläche. Das ist schon okay. So. So, dann haben wir das Holz, das da. Sortieren. So. So, alles rein, alles machen wir gerade mal alles dabei. Dann. Alles neu, alles neu. So. Erde. Ah ja, haben wir ja. So. Wir machen es aber nicht komplett ausgefüllt. Wir brauchen jetzt erstmal eine Grundfläche. Da haben wir da mal die Schaufel in die Hand. Let's go.
das weg. So, wir bringen es alles auf die Höhe. So. Hier schön. So, das wird da auch so entlang gehen. So. Da wird dann unsere Höhe, würde ich sagen. Jo, das ist gut. So, dann hier so schön rüber. So. Unten drunter das Terraformen kann man ja später alles machen. Es geht jetzt nur mal um, dass wir jetzt überhaupt eine Farm haben. So. Oh, meine Nase juckt. So. Schließen wir hier gerade mal ab. Und müssen ja die Erdfläche 2 Blöcke hoch machen, weil wir sonst nicht mit Wasser arbeiten können. So. Aber das Anpassen in die Natur können wir ja später machen. Also zum Beispiel diese Wand, das Ding immer so aussieht. So. Groß von der Breite her 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. So 20 können wir da schon gut nehmen. So. Schön da durchbudeln. Stone. Immer was man vertötet, diese Menschen. Ey, das gibt's nicht. So, dann haben wir den Baum weg. So, danke sehr. So, von der Länge her, wie weit machen wir es da? Ich wollte echt nicht so krass den Berg da kaputt machen. Ja, das ist nicht truchen. So. Boah. So, von der Länge her. Wir gehen mal da hinten. Da, da, da. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 25 kann man doch gut machen. So, dann bist du weg. Jo, 20 auf 25 ist schon eine gute Zahl. Das ist gut. Oh yeah. So. Das hier. Derden. So, das hier auch. So. So, das ist gut. So. Und schwupp. So, mal gucken, dass wir da dann direkt schon 2 hoch sind. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. So. So, das passen wir dann direkt an, würde ich sagen. Weil hier am Berg, das muss ja passig sein. So, das ist gut. Hier das wieder wegmachen. So. So. So, so. So.
kann man dann theoretisch auch schon so lassen. So. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Das ist okay. Da hinten das noch ein bisschen anpassen. Da haben wir da jetzt die 25. Oh, meine Nase. So. So. Hier nochmal anpassen. Das soll ja wirklich gut aussehen auch, hier wo wir wohnen. Schicht. So. Blub, die blub, die blub, die blub, 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 die blub. Und diese Fläche, die wir da gemacht haben, jetzt kann man später theoretisch auch nutzen, für eine Mobfarm drunter zu bauen. Also 20 auf 20, das wird sogar ziemlich gut hinkommen. Ja, die wird genau drunter passen, so eine kleinere. Eine Spawning-Fläche hat 8, dann die Flüsse haben eine Breite von 2. Ja, dann haben wir eine 18er, können wir genau da drunter packen. So eine ziemlich gute Idee, nur ich darf das nicht vergessen. Das schreibe ich mir am besten dann gleich mal auf. So. Da haben wir das mal schnell in einer Folge die Farm fast gebaut. Also ich denke mal nicht, dass wir das komplett fertig kriegen. Also die Grundfläche auf jeden Fall. Aber so, wir sind eigentlich, was das angeht, recht fix. Einfach mal eine Farm bauen in einer Folge. Also andere brauchen dafür eine Woche. Und hauen jeden Tag eine Folge raus. Oder eine komplette Woche, also von den Stunden her. Oder man macht es halt so wie Kronk, so alle 100 Folgen mal 10 Stunden Farm bauen. Kann man ja auch machen. So, hier dann noch den Stone weg. So, schön, ey. So, wir haben es einfach drauf. Ist einfach nice. So. Jetzt können wir dann bunt mischen, also Melonen. Haben wir schon Melonen? Wir haben noch keine Melonen, müssen wir auch noch suchen gehen. Kürbisse wachsen ja so. Ja, Essen brauchen wir ja vorerst noch nicht. Weil, ich weiß nicht, sollen wir. Ja, wir müssen ja später Monster anmachen, weil auch wegen der Monsterfarm. Aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf, dass ein Creeper da, wenn ich mal kurz nicht aufpassen sollte oder was. Größeres am Craften, wenn ein Creeper ins Haus gelatscht kommt und mit dann alles, was ich mir hart erarbeitet habe, kaputt macht. Das will ich nicht. Da muss ich weinen. Hä? Achso, das ist ein Cobblestone. So, mit der Dirt, was ich da gerechnet habe, bekommen wir auch gut aus. Ja, dann machen wir gerade noch das Terraform kurz an der Frontwand, dass das auch nicht mehr so komisch aussieht. Das haben wir ja schnell. So. So, ja, haben wir heute zur Osterfolge dann schön im Garten gearbeitet. Sehr schön, wenn wir da eine. Tja, scheiße, was ist das? Das ist eine Kuh, ey. Alter. Steht einfach eine Kuh, das gibt's nicht. So. Sagen, eine Eingrenzung von dem ganzen Schmand hier machen wir dann mit einer Reihe Birkenholz, würde einfach dann drum rumlegen, dass wir dann eine kleine Abgrenzung haben. Das müssen wir ja, okay. So. Ach ja, einfach mal schön ein bisschen Terraforming machen. Geht ja schnell, geht ja alles ganz fix. So.
Da muss ich auch noch eine Brücke dann später rüber bauen. So eine Hängebrücke mache ich da. Und von da nach da kommen. So. Ach ja, wie schön. So. Geil, geil. Ey. Und mit dem ist erschrecken, ich bin noch ganz raggerhaft. Ich gehe immer nicht jail. Achso, Kühe sind schon böse Viecher. Die haben es einfach in sich, ey. Die beißen dich einfach nur. Ist einer von euch schon mal von einer Kuh oder einem Pferd gebissen worden? Kann man jetzt schon mal sagen. Macht Sinn, es tut weh. Sehr sogar. So. So, da würde ich sagen, müssen wir hier auch gerade mal nochmal so ein Ding dran hauen. So. Und wir brauchen ja den Rand für dann noch dieses Birkending hinzulegen. Ah, seriously. Jetzt gerade geht's all. So, hier, dann machen wir das hier gerade nochmal weg. Für halt den Rand. So, das sieht man ja später nicht. So, hier hin. So. Da kommt der Rand hin. So, hier auch der Rand. Der Schmandrand. So, hier auch noch. So, müssen wir noch ein bisschen dort holen gehen für Salzu Terraform. Aber ist ja nicht schlimm. So, holen wir gerade auch noch ein bisschen Birkenholz für das dann gerade fertig zu mauern. Mauern wir es gerade hoch. So. Blub, die blub. So. Dann hier den Schranz da noch rein. Dirt. Gerade noch das da. Das sollte eigentlich reichen. Das ist einfach lol. Er war 3 Stacks aufgefüllt. So, das haben wir. 2 Stacks reichen sollten tun. Yo, I make my heart go boom boom. So. Dann so. Und wenn ich jetzt da hinten mit runterfalle, dann machen wir hier nochmal so. So. Weil so eine Eingrenzung, das ist schon hilfreich, dass man dann weiß, was zu unserem Gebiet hört, weil die anderen Spieler, die beschweren sich dann sonst, das hat man ja nicht eingegrenzt. Ja, es gibt keine anderen Spieler, um euch zu beruhigen. Das ist kein Multiplayer. Ihr dürft nicht mit mir spielen, ich bin einfach zu awesome für euch. Nein. So. Wenn ihr mit mir spielen wollt zusammen, falls ihr wollt, dann könnt ihr ja auf dem Skyblock-Server oder auf dem Dailycraft-Server, wenn ihr einfach mal Lust habt, mich anschreiben und sagt, ja komm, lass mal zusammen spielen. Wir spielen ja so gerne und spielen ist toll und da hat mich jetzt gerade aufgeregt. So, das kommt. Ja, das muss ja natürlich jetzt nicht droppen, was auch sonst. So, jetzt ist das auch schon eingegrenzt. So, dann fangen wir hier an. So. Hier theoretisch so machen. Warte, so. So, ja. Geil. So, nochmal hoch. Und hier hin.
Alter, ey, das gibt's ja nicht. So. Geil. So, das hier können wir dann auch so, so tuten. Blind, ey. So. So. Dann haben wir das echt ganz hübsch geregelt hier. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das müsste jetzt noch ein bisschen mit Gras wechseln. So. Hier kann man dann zur Verschönerung ein paar Bäume hinstellen, obwohl das echt, den da mache ich noch weg, weil der kann da für Lichtprobleme sorgen. Das ist ständig Chain, wenn da alles total dunkel wie im Bärenarsch ist. Okay, den müssen wir auch wegmachen. Und den auch. Und den, weil der sieht hässlich aus. TF. Okay, das lassen wir, weil es cool und strange aussieht. So. Das können wir lassen. So. Das steht an Deathwing. Böser Deathwing. So, hier können wir dann ein paar Birken zur Verschönerung hinstellen. WTF? Scheiße, ey. Wie die aussehen, die Bäume, ey. So, oh yeah. So, hier schauen wir dann ein paar hin, die hoffentlich normal wachsen. Weiß nicht, werden sie einfach getötet. So. Sehr gut. Farmfläche fertig. Ah, meine Stirn juckt. Meine Stirn juckt. So, Leute, aber das war's dann auch mal für heute mit Let's Play Ticket. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Haben heute eine schöne Farmfläche gebaut. Und in der nächsten Folge bauen wir dann die Farm. Also. Ciao! Und ich wünsche noch einen schönen Ocean Sonntag. By the way.